Die Frage, die sich unnatürlich stellt, wenn ich mit Python arbeiten möchte, welche Möglichkeiten habe ich mit Python zu arbeiten? Und eine Möglichkeit ist natürlich, Python interpretativ auszuführen. Das heißt, ich tippe einen Befehl ein und Python führt den für mich aus. Das macht man ganz einfach, indem man auf der Kommandozeile Python startet. Dann meldet sich hier der Python-Prompt, wie wir ihn hier sehen. Und hier kann ich dann eben meine Befehle eingeben. Print 2 plus 2 und da kommt jetzt natürlich, gibt er mir 4 aus. Ich kann auch etwas komplexere Befehle eingeben, zum Beispiel hier eine Schleife, lasse also durchlaufen von 1 bis 10 und möchte dann jeweils die Zahl i ausgegeben haben. Und dann führt er das aus, interpretativer Modus, ich gebe einen Befehl ein, er tut das und dann kann ich zum nächsten gehen. Üblicherweise ist es aber so, dass man natürlich Programme schreibt, Skripte, eine Datei, Textdatei und die dann ausführt. Das ist das üblicherweise, das, was man unter Command-Line-Interface versteht. Da zählt ihm sowas rein. Wir schreiben unser Skript, führen das aus, geben dem irgendwie einen Namen. Können dann noch ein paar Optionen mitgeben, was weiß ich, minus a beispielsweise, und am Ende noch ein paar Parameter und können das so ausführen. Natürlich ganz beliebt bei Systemadministratoren beispielsweise und man kann damit ja viele Sachen machen. Wir werden auch sehen, wie man solche Command-Line-Interfaces eben mit Optionen, mit Parametern erstellt. Viel schöner ist es natürlich, wenn ich ein GUI habe, also eine grafische Benutzeroberfläche, ein Fenstersystem, zum Beispiel mit Qt oder GTK. Dann habe ich natürlich nette Oberflächen. Auch das werden wir uns anschauen, wie das funktioniert. Webanwendungen sind ja sowieso in aller Munde, deswegen machen wir das hier natürlich auch. Und wir werden das aber basierend auf Frameworks machen. Ein Framework ist beispielsweise Django, den werden wir uns hier genauer anschauen. Sonst gibt es noch ganz viele andere Frameworks wie Flask, etc. Eine Möglichkeit ist ja, sich einen Server zu mieten, dort Python, Django, etc. zu installieren und das Ganze dort laufen zu lassen. Eine Alternative sind die sogenannten Plattform-as-a-Service-Provider. Das geht so in diesen Bereich Cloud Computing. Die stellen mir also eine Ausführungsumgebung zur Verfügung, die im Zweifel sogar noch automatisch skaliert. Das heißt, wenn ich viel Last habe, dann werden dem System automatisch mehr Ressourcen zugewiesen und so weiter. Auch das werden wir uns anschauen, mal schauen, wie intensiv. Beispiele da sind zum Beispiel Heroku, natürlich die Google App Engine oder auch OpenShift. Das ist so ein Ableger von Red Hat. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass ich bestehende Programme nutze und sie erweitere. Das fällt so in diesen ganzen Bereich Application Scripting. Ich kann zum Beispiel mit Blender neue Funktionen in meinen Blender einbauen und die erscheint dort als Menü. Ich kann aber auch Python sehr gut verwenden, um bestehende Anwendungen von außen zu steuern. Typisches Beispiel: Ich hatte mal mehrmals mehrere hundert Doc-Dateien, also Word-Dateien in PDF zu portieren. Das kann man vielleicht ein bisschen automatisieren, aber mit Blender ging das eben völlig automatisch. Der hat die konvertiert, der hat sie erst irgendwo heruntergeladen, hat sie dann von Doc in PDF portiert und hat sie dann wieder auf den Server hochgeladen. All das sind Sachen, die recht einfach mit Python zu realisieren sind. Python hat auch eine eingebaute IDE, also eine eingebaute Integrated Development Environment, also eine integrierte Entwicklungsumgebung, die nennt sich IDLE. Die einen sagen, IDLE steht für Integrated Development Environment, also darauf kommen die Buchstaben IDLE her. Die Monty Python-Fraktion sagt natürlich, dass einer der Schauspieler von Monty Python Eric Idle hieß und dann der Name Idle herkommt. Idle haben wir ja auch irgendwo, da ist es. Mit Idle kann ich natürlich einmal auf der Kommandozeile arbeiten, so wie wir das hier gesehen haben. Ich kann aber natürlich auch
das Ganze als Datei abspeichern und als Datei ausführen. Aber Idle ist natürlich, ja, bietet natürlich nicht so wirklich viel. Es gibt andere Entwicklungsumgebungen, wie beispielsweise PyDev, das ist Eclipse-basiert. Oder, wovon ich ein großer Fan bin, das ist PyCharm. Das basiert so auf der IntelliJ-Plattform, wie PHP Storm beispielsweise. Und es gibt natürlich noch andere. Komodo ist zum Beispiel auch eine professionelle, sehr gute IDE. Ich persönlich bevorzuge PyCharm. Und eine weitere Möglichkeit, die aus meiner Sicht natürlich auch dazugekommen ist, ich weiß nicht, ob Sie die ganzen Fiddles kennen. Fiddles, das sind sogenannte Ausführungsumgebungen im Web. Wie haben wir das mal? Sehen wir das? Der Claim ist Python Cloud IDE. Das ist jetzt die Frage. Ich kann hier einfach meine kleinen Python-Programme schreiben. Und kann die natürlich, wie wir sehen, hier ausführen lassen. Und da unten bekomme ich sozusagen meinen Ausgabecode. Ist natürlich nett, Sie brauchen nichts zu installieren. Ich kann das Ganze sogar persistieren. Das heißt, ich kann es in der Cloud speichern, Elastis Python. Das reicht. Hier müssen es, glaube ich, mindestens 5 Wörter sein. Speichere ich das. Wenn er mich denn löst, aber eigentlich sollte er mich verlassen. Also meint, ist ein bisschen penibel hier. Jetzt hatte ich auch eine Rechtschreibprüfung, vielleicht möchte ich das lieber auf Englisch haben. Und Sie sehen, er hat mir jetzt hier so eine nette URL und mit dieser URL kann ich dieses Skript immer weiter aufrufen. Macht sich natürlich gut, wenn man irgendetwas geschrieben hat, etwas Kleines, möchte es jemand anders zeigen oder möchte beispielsweise, hat ein Problem, möchte das in Stack Overflow einstellen, dann kann ich das natürlich hier einrichten, den Link in Stack Overflow einstellen und dann können alle Leute das ausprobieren und dann ihre Lösung entsprechend auch wieder zurückposten.